geht wieder los. Und mein Name ist ja ganz oft Vera am Mittag, weil das habe ich ja noch mal 100 Jahre gemacht. Und auch heute gibt es noch viele, viele Leute, die immer sagen, schönen guten Tag, Frau am Mittag. Da habe ich mir gedacht, der Name ist Programm, Vera macht Mittag. Und bei Vera macht Mittag probiere ich Rezepte, die ich aushäusig, also in Restaurants schon oft gegessen habe, aber noch nie zu Hause gemacht habe. Und heute möchte ich einen Glasnudelsalat asiatischer Art mit Rinderfilet machen. Ich habe mich da belesen, ihr wisst ja, ich bin keiner, der nach Rezept kocht, sondern ich gucke immer, was habe ich im Kühlschrank, was könnte mir schmecken, und ich habe mir ein bisschen was ausgesucht und ich esse das nicht alleine, ich will die Obi damit überraschen. Die hole ich jetzt mal. Obi, Schatz! Komme. Oh, soll ich was schnippeln? Nee, schnippeln brauchst du gar nichts. Gefällt dir das? Schicki. Schicki, ne? Kannst du dir vorstellen, was ich uns heute koche? Rind. Ja. Möhrchen, das kennt man alles. Spargel. Spinat? Das ist Spinat, ja. Glasnudel. Mhm. Glasnudelsalat. Richtig. Cool. Du magst keine Glasnudeln, ne? Also ich bin da nicht so ein Fan für, von, würde ich mir jetzt... Für? Bist du kein Fan für? Bin ich für nicht. Bist du für nicht gemacht? Bin ich nicht für zu haben. Ja. Würde ich mir nicht bestellen im Restaurant oder so, aber... Ich esse das ja wahnsinnig gerne. Ist das so? Ja. Das habe ich auch nicht so dran erinnert. Das habe ich letzte Woche Montag bei dem Meeting hatte ich noch Glasnudelsalat mit Rindfleisch. Das stimmt. Eben. Naja, also... Ich lasse mich mal überraschen, ne? Ja. Es sind ja ganz schön viele Sachen. Es ist total. Ich weiß auch nicht, ob ich alles brauche. Ich habe so ein paar Rezepte gelesen. Da hauen die Paprika in den Glasnudelsalat. Machst du ja nicht. Das ist für mich... Leute, Paprika, das ist für mich das Allerschlimmste. Ja, also das ist was da... Also würde ich mich vergessen. Deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen grünen Spargel hingelegt. Ich weiß noch nicht, ob das alles reinkommt. Ich muss zwischendurch probieren, ob ich es hinbekomme. Und soll ich dir was helfen jetzt? Oder wie machen wir das? Nee, aber du musst nachher probieren und ganz ehrlich sagen, ob dir das schmeckt. Mach ich. Ja? Du kannst jetzt, keine Ahnung, Schlingel. Was jetzt mal da hinlegen ist. Mach irgendwas Schönes. Gut. Geh mal Unkraut machen. Ja? Mach ich. Ich koche mal ein bisschen. 20 Minuten, eine halbe Stunde. Alles klar. Gut. Viel Spaß. Danke. Die war jetzt nicht begeistert, ne? Aber die haut rein, Leute, ihr glaubt's überhaupt nicht. Wir essen fast immer dasselbe. Abends isst Obi immer noch sehr viel Süßigkeiten, damit die ordentlich Kalorien kriegt. Die wird nicht dicker. Und ich muss nur gucken auf die Kekse und hab ein Kilo drauf. Was mich persönlich ja gar nicht stört. So, Freunde, jetzt kommen wir nochmal zum Glasnudelsalat. Das sind Glasnudeln, ich finde, die sehen nicht sympathisch aus. Auf der Packung stand Wasser kochen. Runterstellen, 2-3 Minuten rein, kalt abschrecken. Also das ist kein Hexenwerk und die gammeln dann vor sich her, die kann ich ja ganz zum Schluss machen. Jetzt kommen wir erstmal zum Allerwichtigsten, nämlich zum Rinderfilet. Da habe ich ein schönes, ihr wisst ja, ich bin so eine Bio-Tante. Ich habe ein Bio-Rinderfilet mir geleistet. Das schneide ich in so ganz dünne Scheibchen und dann muss das mariniert werden. Und jetzt kommt's. Ich habe das immer wieder gelesen, dass man dieses Rinderfilet in einer Fischsoße mariniert. Zeige ich euch jetzt. Also erstmal hier mein Rinderfilet. Zack. So sieht das in etwa aus. Kleinschneiden. Und dann soll man Fischsoße. Da ich ja oft asiatisch koche, habe ich natürlich Fischsoße zu Hause. Riecht wirklich nach Fisch. Nehmt da bitte einen, so für 2-3 Personen, einen großzügigen Esslöffel Fischsoße, kippt das einfach darüber, dann einen großzügigen Esslöffel Sojasoße, auch ganz wichtig, nehme ich meistens eine ungezuckerte, gibt es ja auch gezuckert, ja, das vermische ich hier so ein bisschen, das mariniert da fröhlich vor sich her und dann haue ich immer noch ein bisschen Knoblauch rein. Das fand ich eine gute Idee. Den habe ich auch schon vorbereitet. Schaut mal, bisschen Knoblauch. Macht da grobe Stückchen, weil die werden ja nachher mit gebraten. Ich mag gebratenen Knoblauch total gerne. Zack, zack. Ich schneide das nicht wie ein Profi. Aber ich bin ja auch eine Hausfrau, Leute. Geht ja nicht darum, dass ich hier Profikochen mache. So. Noch mal ein bisschen das Fleisch rühren. Und dann stellt ihr das einfach zur Seite, bis ihr die ganzen anderen Zutaten fertig habt. So,
Na, Rindfleisch. Zack. So. Das wird nachher alles gebraten und ich hau halt noch ein bisschen Gemüse rein. Und ich nehme heute, einfach weil ich Lust drauf habe und weil das im Kühlschrank war, nehme ich ein bisschen grünen Spargel. Ja, ihr könnt auch, wer Paprika mag, kann auch dünne Streifen Paprika reinmachen. Kann man noch nehmen? Weiß ich jetzt nicht wirklich. Weißen Spargel. Dazu nehme ich noch ein paar Möhrchen. Nehme ich aber nur, weil ich finde, Möhrchen sehen so hübsch aus von der Farbe im Essen, wenn da was Rotes drin ist. Habe ich so Babymöhrchen, die habe ich auch nur kurz vorher geschrappt. Die schneide ich in so dünne Scheiben. Das können die Asiaten auch alles viel, viel besser, weil die richtige Technik haben. Ich habe zwar die richtigen Messer, aber ich habe natürlich nicht die Technik. Aber auch das macht überhaupt nichts. So, schaut mal. Das ist es. Ob ich einen Spinat reindonnere, das weiß ich noch nicht. Ich habe ihn mir mal hingelegt. Das könnt ihr entscheiden. Vielleicht wird das dann nachher vom Geschmack zu viel, dass ich es weglasse, weil unbedingt Frühlingszwiebeln rein müssen. Die geben immer so was Frisches, Knackiges. So. Und das war's schon. Möhrchen. Und ich mag natürlich wahnsinnig gerne Ingwer. Da könnt ihr euch auch entscheiden, dass er sagt, ne, Ingwer nicht. Der ist mir zu intensiv, der Geschmack. Ich knüppel da noch ein bisschen Ingwer rein. Zitrone ist noch wichtig, aber Zitrone kommt auch später in die Marinade. Also, ihr nehmt eine Handvoll Gemüse eurer Wahl. Ich habe jetzt Möhren und Spargel. Bisschen Ingwer. Zack. Den schneide ich auch ganz grob ab, dass das schön sauber ist. Weiß ja nicht, wie es euch geht. Ne? Viele sagen ja, sie haben gar keinen Bock zu kochen. Ich komme so gut runter. Also wenn ich hier so ein bisschen schnippel, mir was ausdenke, kreativ bin, das ist für mich die beste Entspannung. Also viele gehen zum Yoga oder zum Therapeuten. Mich steckst du einfach in die Küche. Ne? Und das ist auch bei uns so, wenn wir Gäste haben. Ich sage immer, oh, kommen nur 4 Leute. Ich koche gerne so für 10, 12 Leute, wenn ich dann auch die Töpfe übereinander stellen muss. Und ich habe es auch total gerne, wenn Leute eine Extrawurst haben wollen. Ich esse das nicht, ich esse das nicht, dass ich mir für die noch was ausdenken muss. Ich finde das zwischendurch ganz cool. Also, alles ist vorbereitet. Schaut mal. Dann presse ich eine halbe Zitrone. Eine halbe Zitrone. Auspressen, das brauche ich später für den Sud. Halbe Zitrone backe ich in ein Gläschen. Löffelchen Zucker, braucht aber nicht so viel. Nur ein bisschen Zucker bitte. Ich nehme am allerliebsten braunen Zucker. Ja, Zucker rein. Dann nehme ich 2 Teelöffel Sesamöl und nachher für die Würze nehme ich nur ein ganz bisschen Pfeffer. Salz müsst ihr gucken, weil die Sojasauce ja salzig ist. Ich verzichte meistens auf Salz, aber könnt ihr machen. Und dann nehme ich auch immer guten Pfeffer. Ihr kennt ja hier meine Lieblingsgewürze von Spicebar. Ich mische mir einen grünen und ich mische mir einen schwarzen Pfeffer. Zack. Ich stoße die gerne frisch auf, weil die einfach vom Aroma schöner sind. So, und jetzt habe ich eigentlich, seht ihr das? Ich habe alles vorbereitet. Jetzt kann man eigentlich anfangen zu kochen. Und dafür müssten wir die Position wechseln. Da gehen wir jetzt mal an den Herd, damit man sieht, was hier alles angebraten wird. Okay, kommt mal rum. So, es ist die Challenge in der kleinsten Küche der Welt, das muss man sagen. Dazu ist heute so brüllig heiß, dass ich schwitze wie blöd. Und der Hund schwitzt auch so, deswegen hechelt die so. Wahrscheinlich hört er zwischendurch mal die Geräusche. Aber wir müssen auch ehrlich zugeben, jetzt im Alter, Emma durfte nie in die Küche, in diese kleinen 1,5 Quadratmeter. Jetzt im Alter ist uns alles egal. Die kommt und die riecht das Essen und die will natürlich auch was haben, kriegt es aber nicht. So, jetzt kochen wir mal weiter. Also, kein Hexenwerk. Topf mit Wasser, nicht salzen. Da kommt dann gleich, wenn das Wasser kocht, kommen dann einfach die Glasnudeln rein und stellt er das runter. 2, 3 Minuten fertig. Den ersten Schritt, den ich jetzt mache, ist, dass ich ein paar frische Erdnüsschen anröste. Zack. Tröpfchen, ein Tröpfchen Sesamöl mache ich. Muss man eigentlich nicht. Ich habe auch frische Erdnüsse genommen, habt ihr vielleicht gesehen.
habe die vorher geknackt, weil die sind unbehandelt, nicht gesalzen. Das finde ich natürlich viel, viel besser. Und die röste ich jetzt kurz an. Die kommen nachher als Crunch so ein bisschen drüber. Mir ist es aber nicht. Bups, einfach da rein. Fleisch ist schön durchmariniert. Für alle, die sagen, das ist eklig mit der Fischsoße. Nee, die Fischsoße, die gibt den Geschmack. Also ich mag das auch gerne, wenn ich ein Thai-Curry koche, da muss da ordentlich Fischsoße ran, damit das einen geilen Geschmack kriegt. So. Das ackert jetzt so vor sich her. Und dann wird hintereinander weg, immer zwischendurch nochmal die Marinade schön rühren, damit der Zucker sich verbindet. Also nochmal halbe Zitrone, eine schöne saftige, zwei gute Teelöffelchen Sesamöl und ein Löffelchen braunen Zucker. Und das ist eure Marinade, die kommt dann später über die Glasnudeln, damit die ein bisschen saftig sind. Ne? Aber die können wir jetzt erstmal vergessen. Ups. Schaut mal, das Wasser kocht schon. Zack, stelle ich runter. Und dann werfe ich da völlig unmotiviert das da rein. Meine Erdnüsschen, merkt ihr das schon? Oh, das riecht schon so lecker. Schön rösten. So, wenn die fertig sind, die Nüsschen, stellt ihr die einfach zur Seite. Ich finde, die sehen halt immer ein bisschen schöner aus, wenn man diesen Tropfen Sesamöl, dann sehen die so ein bisschen glasig aus. Und in der gleichen Pfanne hau ich jetzt ganz kleine Schalotten. Also nehmt ihr eine schöne Schalotte, macht bitte ganz, ganz kleine Würfelchen. Auch da benutze ich klassisch einen Schuss Sesamöl. Dann mache ich schon den Ingwer mit rein. Röste das kurz, Minütchen, anderthalb. Und wenn das anfängt zu schwitzen, das soll nicht braun werden, ja, dann kommt nichts anderes als mein Rinderfilet. Mit allem drum und dran in den Wok. Jetzt schaut mal die Glasnudeln, das sieht dann echt so aus, als würdest du Algen kochen. Also sympathisch und lecker sehen die nicht aus, aber ich finde, die schmecken ganz gut. So, das zischt hier gut. Auch da nach Gefühl, da kann man nichts falsch machen beim Rinderfilet, wenn das klein geschnitten ist, mariniert ist. 2, 3, 4 Minuten, bevor ihr das Gemüse reinknallt, ja. Einmal drehen, bis sich ein paar Röstaromen entfalten. Schaut mal. Und dann kann das braten. Wie findest du, wie das hier riecht? Großartig. Ja. Riecht gut, ne? Ja, ja. Es ist so warm, da muss man mal ein bisschen finden. Holzbecher. Wow. Riecht gut, ne? Sehr gut. Es schmeckt wie Obi-Hand aus. Weil alle immer sagen, kann sie kochen. Kann sie. Boah, ist das heiß hier. Ist total heiß, ne? Boah. Ich dachte, bei meinem Unkraut wäre es schön. Sieht toll aus, ne? Mhm. Wie lange kochen die denn so? Die sind jetzt fertig. Ich strecke ich jetzt ab. Dann gehe ich mal wieder fertig machen? Ja. Was denn? Tja. Ein Rinderfilet. Vergesst es einfach. Die Dinger biete ich jetzt einfach ab. Auch da finde ich, ich zeige euch das nochmal. Das sieht ja nicht sympathisch aus. Guckt euch das mal an. Ich finde, es sieht noch nichts aus. Abschrecken ist wichtig. Also die müssen kalt durchgeschnitten werden. Abkühlen. Abkühlen. So. Und
dann vergesse ich die. Und jetzt, finde ich, ist mein Rinderfilet schon richtig schön geworden. Ja, das lege ich jetzt hier auf die eine Seite nur. Und jetzt arbeite ich mit meinem Gemüse. Also, Möhrchen rein, Spargel rein, und ich habe mich gegen Spinat heute entschieden. Ja, den brauchen wir gar nicht. Ich habe dafür noch Frühlingszwiebelchen. Da nehme ich die Zwiebelenden, die habe ich ein bisschen gröber geschnitten, die brate ich kurz mit an. Und das Zwiebelfein, das mache ich später als Deko mit dem Koriander und den Erdnüssen oben drüber. Weil ich glaube, das gibt einen ganz guten Geschmack. So. Wenn ich ehrlich bin, ich bin ja nicht so der Gemüseesser, ne? Also Salat bitte in allen Variationen, rauf und runter kann ich abgespeist. Gemüse, also so ein Rosenkohl, eine Erbse, eine Bohne, ich beiß da rein, aber ich esse das nicht so gerne. Und hier mit dem Spargel und den Möhren, da kann ich mich selber immer so ein bisschen austricksen, weil das schmeckt in dem Salat echt ganz gut und vor allen Dingen knackig. So, mache ich noch eine ganz crazy Mischung. Ich hau ein Tröpfchen Soja übers Gemüse und eine Prise Zucker übers Gemüse. Das karamellisiert dann leicht, also von nix gibt nix. Ne? Deswegen habe ich auch so viel drauf, weil da kommt nochmal ein Schuss Sahne, ein bisschen Zucker und dann nochmal. Also ich finde schon Kalorien, damit man es nahrhaft macht. So, das passt. Ich finde, das sieht schon mal super schön appetitlich aus. Kann man ein bisschen zurückstellen. Jetzt hole ich mal eine große Platte, damit wir das auch ein bisschen schön anrichten. So, das habe ich jetzt ganz klein gestellt. Und eigentlich können wir jetzt sofort anrichten, der letzte Akt. Und danach rühre ich auch nicht mehr. Der letzte Akt bei mir ist, ich mache mir meine Pfeffermischung drauf und meine vorbereitete Chili. Die habe ich euch noch nicht gezeigt. Ich bin ein Fan davon, dass es scharf ist. Ich hau jetzt hier noch eine kleine Chili. Könnt ihr auch weglassen, wenn ihr sagt, ah, ich mag das gar nicht scharf. Dann lasst die Chili einfach weg. Ich finde, sie gehört da rein. So, und jetzt kann das hier der Saft vom Fleisch, Pfeffer, Chili, Gemüse. Jetzt kann das sich ganz kurz noch ein bisschen verbinden und fröhlich hier im Wok rumschrollen. Ich habe ja noch gar nicht probiert, ne? Ich muss das jetzt mal probieren, bevor ich das Obi gebe. Das schmeckt so richtig. Boah. Mmh. Oh. Der grobe Pfeffer zu dem schönen Fleisch. Mmh. Der Fleischsaft hat sich alles gut verbunden. Ich finde es super. Ingwer schmeckt man auch raus. Mmh. Dann kommen wir jetzt mal zum Anrichten, wie ich servieren würde. Also. Das sieht ja auch schon wieder nach nichts aus, ne? Also, die macht man tatsächlich, zerschneidet man die mit einer Schere, weil die sind sonst 6 Meter lang. Das kann kein Mensch essen. Sind mittlerweile auch kalt, ja? Also der Salat ist ein kalter Salat. Aber mit dem warmen Fleisch und dem warmen Gemüse verbindet sich das. Und dann wird es so ein bisschen lauwarm. Viele essen ja auch gerne lauwarmen Kartoffelsalat oder so. Es ist dann auch so lauwarm.
So, schaut mal, ich habe das jetzt klein geschnitten. Jetzt mache ich diese Marinade. Die mache ich jetzt so ein bisschen einfach nur drüber, dass ich die ein bisschen aufsaugen damit. Zack. Dann kann man das schon mal leicht anmischen. Zack, zack, zack. So, jetzt mache ich nichts anderes, als dass ich hier fröhlich mein Gemüse, mein Fleisch, alles rüberpacke. Zack. Wer noch mag, weil die Pfanne hat noch ein bisschen Restwärme. Ich haue immer noch ein paar Sesamkörner rein. Die können dann noch mal ganz kurz geröstet werden. Die Erdnüsschen kommen hier drauf. Zack, 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 zack. Schaut mal. Zack, 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 zack. Und dann ein bisschen Frühlingszwiebeln. Und vorbereitet hatte ich noch Koriander. Viele mögen überhaupt keinen Koriander. Auch da lasst es einfach weg, macht Schnittlauch oder gar nichts. Ja? Und das ist dann der fertige Glasnudelsalat. Und die sind auch schon fertig. Und dann kann man hier noch ein bisschen rumspielen mit den kleinen Körnchen. Schaut mal, sieht halt einfach nur hübsch aus. Und jetzt serviere ich es der Omi.